Die Streamerin Lexi hat Nightan schon seit einiger Zeit, also seit über 2 Wochen, einen Talk angeboten. Und als Trans-Ally sollte Nightan ja eigentlich bereit sein, mit einer Trans-Streamerin wie Lexi zu sprechen, um sich die Sicht einer Betroffenen anzuhören. Das sollte man jedenfalls meinen, wenn man den Wokisten so zuhört. Aber es gibt nun mal die guten Betroffenen und die schlechten Betroffenen. So hat das Nightan nämlich in seinem Talk mit Hugo hier erklärt. So, Nightan hat in diesem Talk unfassbar viele dumme Aussagen getroffen. Wir schauen uns jetzt hier nur mal eine der verräterischsten an, weil sie seine totalitäre Ideologie am besten offenbart. Aber dann musst du Alexia auch nicht sagen, dass sie nur ein Token ist und sich gar nicht in Wahrheit einsetzen möchte. Ihr macht dann halt unterschiedlichen Aktivismus. Dann akzeptiert euch doch gegenseitig. Ja, aber ihr Aktivismus ist ja gegen Aktivismus vorzugehen. Gegen den Aktivismus, den sie für falsch hält. Ja, richtig. Und dein Aktivismus. Also, ja, wer entscheidet denn, welcher Aktivismus der richtige ist? Ja, Lexi kritisiert die Woke-Ideologie, dass es gegen Aktivismus vorgehen, deswegen ist das der falsche Aktivismus. Ist doch ganz einfach zu verstehen. Okay, also machen die Rechten jetzt keinen, zum Beispiel jetzt, nur als Beispiel, die Rechten machen jetzt zum Beispiel keinen Aktivismus, oder wie? Oder nee, die sind ja sowieso Feinde. Die sind ja sowieso Feinde. Ja, das sowieso. Oder also nehmen wir irgendeine x-beliebige andere politische Strömung, machen die keinen Aktivismus? Also, das ist ja kein. Verstehe ich nicht jetzt genau. Na egal. Ja. Das ist, wie gesagt, es gibt die richtigen Aktivisten und die falschen. Und die falschen, das sind die, die der Woken-Ideologie widersprechen. Muss ich das oftmals gegen. Du hast zum Beispiel Lexi Token genannt und gesagt, sie setzt sich für die falschen Sachen ein und würde. Ja, ich folge da, wie gesagt, der Meinung von Betroffenen. Von den Betroffenen, die du. Genau, alle Transmenschen haben sich irgendwann mal getroffen und demokratisch darüber abgestimmt. Ja, genau. Die Lexi, das ist ein transfeindliches Token, mit der sollte man nicht reden. Da gab es eine demokratische Abstimmung unter vielen unter allen Transmenschen. Also, falls ihr trans seid und davon nichts mitbekommen habt, sorry, dann seid ihr wohl transfeindliche Token. So einfach. Aber er kommt ja gleich mit irgendeinem Verband oder so. Ja, gut. Ist doch absurd. Es gibt so viele Betroffenenverbände. Und selbst wenn die Woken mal einen Betroffenenverband gekapert haben und dann da den Ton angeben, dann soll man plötzlich alles machen, was dieser Verband sagt, nur weil der gerade der Woken-Ideologie folgt. Also, das ist sowieso eine absurde Logik. Also, ich hab's eben schon im Stream hier gesagt, für die Leute auf YouTube. Ich fand, Nightan hat ein, zwei Punkte auf jeden Fall gehabt, wo ich sogar mitgehen würde, aber hier in der Hinsicht kann ich absolut nicht mitgehen. Ne? Also das ist halt Quatsch. Also hier unterscheidet man wieder zwischen den richtigen Betroffenen und den falschen Betroffenen. Und ja, um das mal klarzumachen, das ist halt. Also. Ja, das passt zu dieser Ideologie. Es geht darum, diese Ideologie durchzubringen. Und wenn dieser Ideologie widersprochen wird, dann ist man ein Feind. Und wenn man da betroffen ist, ja, dann kann man ja nicht sagen, die ist transfeindlich. Dann ist das, obwohl kann man auch sagen, dann ist sie nicht nur transfeindlich, sondern es ist ein transfeindliches Token. Ihr Verbrechen ist dann, dass sie von anderen Leuten, die auch transfeindlich sind, dazu genutzt wird, damit die gegen den Wokismus schießen können. Und das ist ja ganz, ganz böse. Das ist ja, sich gegen Aktivismus einzusetzen. Für die richtigen Betroffenen hältst du oder die richtigen Verbände. Ja, aber das wählst du ja auch aus. Soll ich das jetzt nochmal begründen? Oder ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so. Ja, ich meine, ich habe es wirklich versucht, auf verschiedene Dinge zu erklären, warum. Du sagst nicht einfach nur darum, dass ich dafür halte, sondern da gibt es ganz bestimmte Gründe dafür. Und es gibt auch ganz bestimmte, sowohl von pragmatische Gründe, als auch logische Gründe, als auch moralische Gründe. Die habe ich jetzt versucht, alle. Also, moralische Gründe, wer gegen unsere Woke-Ideologie ist, der ist ein Nazi, ein Faschist, ein Rechtspopulist, ein Antisemit, ein Reichsbürger, ein was weiß ich. Also, der ist ein Feind, um es kurz zu machen. Das ist der moralische Grund. Der pragmatische Grund, wir kriegen unsere Ideologie nicht durch den freien Diskurs durch, also müssen wir alle Stimmen, die unsere Ideologie kritisieren, aus dem Diskurs ausschließen. Also, wenn du unsere Ideologie kritisierst, ganz egal, ob du zu einer Opfergruppe gehörst oder nicht, dann bist du ein Feind. Das ist der pragmatische Grund. Also, es ist immer dieser eine Grund. Du bist ein Feind, wenn du diese Ideologie deutlich kritisierst. Mir ist auch ein Widerspruch aufgefallen, gerade weil da so eine Debatte war, ob man Transmenschen daten soll. Ne? Da war ja das Argument zum Beispiel von der Tandarok, schöne Grüße an der Stelle, ich mag sie eigentlich sehr, aber da war halt das Argument zum Beispiel, dass sie sagt, wir sind doch alles Individuen und du kannst dann nicht deswegen irgendwie entscheiden, ob du jetzt per se ein Transmensch ablehnst. Also sie spricht ja von Individuen, von einer eigenen Identität. Aber Nightan spricht ja jetzt hier von einer Gruppe, ne? Von einer Gruppe, die mehr sind. Aber darf dann nicht jedes Individuum für sich entscheiden? Also ist nicht dann nicht auch jedes Individuum als Transmensch irgendwie verschieden? Weißt du, was ich meine damit?
So, wenn du ein Individuum bist, dann musst du ja auch, dann hat ja jeder, auch jeder Transmensch irgendeine andere Individualität und auch eine andere Meinung dementsprechend. Und wieso sollte man jetzt dem einen Transmenschen die Meinung absprechen und dem anderen, ne, zuhören? Weil jeder ist ja irgendwo anders und jeder sieht das ja anders. Jetzt also, zu diesem liberalen also Argument. Dieses Mehrheitsargument ist ja Quatsch einfach. Weil es sind ja jeder aus dem Individuum hat dementsprechend eine eigene Ansicht zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Aktivismus. So, nur weil ihr mehr seid, also er hat ja so argumentiert, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, zum Beispiel eine Transbubble, die ist ja, oder dieser Verband, das ist ja eine Mehrheit irgendwie. Aber nur weil ihr mehr seid, habt ihr ja nicht automatisch recht und könnt ja einfach für andere Betroffene sprechen. Warum? Nur weil ihr mehr seid, das ist ja kein Argument. Es kann ja auch weniger Betroffene geben, die trotzdem eine andere Meinung haben dürfen. Also zu diesem liberalen Argument. Also zu diesem liberalen Argument hat diese Bubble ein rein taktisches Verhältnis. Also das ist nicht so, dass sie da wirklich dran glauben. Sie sagen das einfach, weil es in der Situation passt, weil man in der Situation damit argumentieren kann. In einer anderen Situation, wenn man sagt, okay, wenn ja alle Individuen sind, was soll dann dieses kollektive Politikverständnis, dass alle nur, weil sie eine bestimmte Identität, dieses identitäre Politikverständnis, dass alle nur wegen einer gewissen Identität, die sie teilen, dann, genau, das wollte ich damit sagen. Ja, genau. Ja, du hast es ja gerade gesagt, aber so funktioniert das nicht. Dieses Argument, das kannst du nur, wenn es jetzt gerade für dich spricht, nicht, wenn es gegen dich spricht. Ja. Ja. Und zum anderen, diese betroffenen Verbände organisieren sich doch nur Leute, die dieses Transsein als wesensgebend für ihre Identität ansehen, die das als so wichtig ansehen, dass sie da überhaupt den Verband führen müssen. Leute, die einfach trans sind und die das nicht interessiert, die ihr Leben friedlich leben wollen, die organisieren sich da nicht. Das heißt, du hast in solchen Verbänden automatisch eher politische Menschen, die eher in solchen aktivistischen Bubbles sind. Also du hast da eine gewisse Missrepräsentation in diesen betroffenen Verbänden. Das muss man ja auch ansprechen. Es gibt ja auch viele Transmenschen, die vielleicht gar nicht politisch sind, auch die sich gar nicht dafür interessieren, so wirklich. Ne? Das gibt's ja auch. Also man tut halt immer so, nur weil es die Mehrheit ist. Das ist ja auch genau bei diesen ganzen Demos immer wieder. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan von, dass man immer sagt, ja, nur weil wir mehr sind, habt ihr ja nicht recht oder seid irgendwie in der, ne, muss ja nicht stimmen, was ihr sagt oder sowas. Ist immer, ja. Och.